Tach, Leute. Vor kurzem habe ich euch die Entwicklung der Metronom-Eisenbahngesellschaft vorgestellt und in diesem Zusammenhang einen kurzen Blick auf die Zeit davor geworfen. Diese Prä-Metronom-Ära möchte ich etwas eingehender beleuchten und zeigen, wie der Regionalverkehr auf den heutigen Metronomstrecken nach der Einführung des Taktverkehrs 1991 aussah. Der Schwerpunkt liegt auf den Verbindungen von Hamburg nach Bremen und Uelzen. Ganz einfach deshalb, weil ich von dort die meisten Aufnahmen besitze, die mir und euch beim Erinnern behilflich sind. Wir starten auf der Rollbahn Hamburg-Bremen und knöpfen uns zunächst die Eilzüge vor. Ab 1991 fuhren sie im Zwei-Stunden-Takt, morgens und nachmittags zum Stundentakt verdichtet und zum Teil bis Osnabrück durchgebunden. Einigen der hauptsächlich aus N-Wagen, damals also noch klassischen Silberlingen, gebildeten Zügen waren Post- oder Expressgutwagen beigestellt. Gelegentlich wurden Fernverkehrswagen überführt. Oft liefen, gemäß dem Farbkonzept der späten 80er Jahre, grau lackierte Gepäckwagen mit. Die Bespannung gestaltete sich abwechslungsreich. Vorrangig waren die 110 einschließlich Unterbaureihen anzutreffen, planmäßig auch 103, 111, 120 und 140. 1993 entfielen die Durchläufe nach Osnabrück und es sollte sie nie wieder geben. Spannend wurde es im Februar 95 nach Einführung des Schönes-Wochenende-Tickets. Plötzlich waren die Eilzüge am Wochenende begehrter als im dichtesten Berufsverkehr und die mitunter nur drei Wagen kurzen Garnituren stießen schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Zur Entspannung der Situation wurden sie unter anderem mit Abteilwagen der Linie Rothenburg-Minden verstärkt, auf der ab Samstagmittag Wochenendruhe herrschte. Unabhängig davon erfolgte zum Sommerfahrplan die Umbenennung des Eilzugs in Regionalexpress. Bis 1996 tat sich einiges im Fahrzeugsektor, wenngleich schleichend. Silberlinge waren immer seltener zu beobachten, ohne dass sich Mintgrün entscheidend durchsetzen konnte. Eingereihte Güterwagen waren längst Geschichte und die Lokvielfalt hatte erheblich abgenommen, sodass alles andere als die 110 eine Überraschung darstellte. Darunter befanden sich auch frisch mit Wendezugsteuerung ausgerüstete Exemplare. Nichtsdestotrotz blieben Steuerwagen eine Rarität. Im Sommer 97 tauchten erstmals planmäßig Doppelstockwagen auf. Am Wochenende mit einer montags bis freitags zwischen Bremen, Fegesack und Verden pendelnden Garnitur. Unter der Woche vereinzelt zwischen Silberling und Co. statt im kompletten Zugverband. Der Sommerfahrplan 98 brachte nennenswerte Änderungen und sorgte für Aufregung. Zwar bestellte die Landesnahverkehrsgesellschaft einen durchgehenden Stundentakt, jedoch verschoben sich die Fahrzeiten um 20 Minuten, womit sich in Bremen der Übergang zum Intercity ins Ruhrgebiet verlängerte. 1999 wurde der alte Zustand weitgehend wiederhergestellt. Seither fahren die Bremer Regionalexpresse immer gegen Viertel nach der vollen Stunde in Hamburg Hauptbahnhof ab und kommen gegen Viertel vor dort an. Gleichzeitig gab es deutliche Verbesserungen beim Wagenmaterial, denn endlich kamen die lang ersehnten Doppelstockparks. Dies bedeutete das vorläufige Aus für die Baureihe 110, denn die Bespannung der Durchstoß oblag der 111. Da zunächst keine doppelstöckigen Steuerwagen verfügbar waren, verkehrten die Züge mit einem Wittenberger Kopf. Die Zweistöckigkeit währte nicht lange, denn im Sommer 2000 waren die altbekannten N-Wagen wieder da, wenngleich überwiegend modernisiert und errötet. Die Durchstoß machten sich derweil im Expo-Verkehr in Hannover nützlich. Auch die 110 feierte ihr Comeback und pendelte mit 6 bis 8 Wagen zwischen den Hansestädten. Nach der Expo kehrten die Doppelstöcker zurück. Bis zur feindlichen Übernahme durch den Metronom standen Garnituren mit 4 oder 6 Wagen im Einsatz, im Regelfall von einer 111 gen Bremen geschoben. So verabschiedete sich DB Regio im Dezember 2003, zumindest im RE-Verkehr, von der Rollbahn. Schauen wir auf die Uelzener Schiene, auf der ab 1991 ein Stundentakt geboten wurde, wobei jeder zweite Zug bis Göttingen lief. Die lediglich zwischen Hamburg und Uelzen pendelnden Züge verkehrten nur werktags, sodass sich die geneigte Kundschaft an Sonn- und Feiertagen mit zweistündlichen Reiseverbindungen begnügen musste. Der Fahrzeugeinsatz gestaltete sich wie auf der Rollbahn bunt,
wobei die Umläufe der Bremer und Uelzener Strecke, anders als heute, nicht miteinander verknüpft waren. Die Göttinger Züge bestanden im Normalfall aus bis zu 6 alten Schnellzugwagen. Ansonsten verkehrten Silberlinge, denen häufig ein Halbgepäckwagen beigegeben war. Die Bespannung teilten sich 103, 110, 111, Reichsbahn 112, 113, 114, 120 und 140. Die Fahrplangestaltung zwischen Hamburg und Uelzen war und ist stärker vom Fernverkehr geprägt als in Richtung Bremen. Wegen der zeitlich parallelen Lage zur damaligen ICE-Linie 4 nach München nutzten die Eilzüge ab 1992 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Stelle die Güterzuggleise samt den Umfahrungen des Rangierbahnhofs Maschen. Das Wochenendticket sorgte zwischen Hamburg und Uelzen für chaotische Verhältnisse. Die Göttinger Züge platzten aus allen Nähten, wurden gelegentlich auf Unterwegsbahnhöfen gestärkt und verkehrten mit bis zu 10 Wagen. Häufig mussten sie ihre Geschwindigkeit wegen Überbesetzung reduzieren und waren teilweise mit mehr als einer Stunde Verspätung unterwegs. Die Auslastung der in Uelzen endenden Züge blieb im Rahmen, weil diese keinen Anschluss in Richtung Süden boten und die beliebte Strecke nach Salzwedel und Stendal noch nicht wiedereröffnet war. 1995 wurden die Durchläufe nach Göttingen aufgegeben, woraufhin die Umsteiger in Uelzen Aufenthaltszeiten zwischen 25 und 40 Minuten zu überbrücken hatten. Die neue Standardzusammensetzung der jetzt Regionalexpress heißenden Eilzüge sah teilweise modernisierte N-Wagen, charakteristisch duftende Reichsbahnabteilwagen und einen Halbgepäckwagen vorab. Die Baureihe 110 übernahm nahezu die komplette Bespannung. Aber immerhin war ein solcher Hingucker noch 1999 jeden Freitag zu bewundern. Steuerwagen kamen planmäßig nie zum Einsatz. Der Sommer 98 brachte die letzten großen fahrplantechnischen Veränderungen. Seitdem sind die Züge in ihrer heutigen Zeitlage zwischen den ICE festgenagelt und nicht mehr ohne Überholung zwischen Hamburg und Uelzen durchführbar, wobei es bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke Hamburg-Hannover bleiben wird. Dem reichlich abgerockten, rollenden Material schlug nach der Expo 2000 das letzte Stündlein. Mit dem Fahrplanwechsel im November hielt hier ebenfalls die Baureihe 111 mit 4 bis 6 Doppelstockwagen Einzug. In diesem Zusammenhang erfolgte die umlaufmäßige Verknüpfung der Bremer und Uelzner Regionalexpresse, die seither in Hamburg aufeinander wenden. Dabei blieb es auch nach der Übernahme durch den Metronom. Damit hätten wir die Eilzüge bzw. Regionalexpresse erschlagen und widmen uns den Zügen des Nahverkehrs. Hier gab es im betrachteten Zeitraum deutlich weniger Veränderungen, sodass ich die Tostädter und Lüneburger Strecke gemeinsam abfrühstücke. Seit der Elektrifizierung in den 60er Jahren pendelte hier unermüdlich die Baureihe 141, gelegentlich auch die 140 mit Silberling-Wendezügen. Nach Eröffnung der S-Bahn-Linie 3 1983 im Wesentlichen auf die Abschnitte südlich von Harburg begrenzt. Durchläufe zum Hauptbahnhof beschränkten sich auf den Berufsverkehr. Anders als in den Eilzügen standen relativ früh modernisierte Fahrzeuge im Dienst. Reine Silberling-Parks waren bereits 1993 selten. Die Standardgarnitur bestand aus 6 Wagen mit am Nordende hängender Lok, an Wochenenden bis 1997 auf 3 Wagen verkürzt. Ab 1998 mischten vermehrt Wendezugwege 110er mit, ohne die 141 verdrängen zu können. Daneben kam es vereinzelt zu ungewöhnlichen und dennoch planmäßigen Einsätzen. So gab es im nachmittäglichen Berufsverkehr diesen bunten Zug mit der Baureihe 151 von Hamburg nach Lüneburg. Planmäßig mit einer 151 verkehrte noch 1999 ein morgendliches Zugpaar zwischen Tostedt und Hamburg. Auch die 218 gab sich bisweilen ein Stelldich ein. Hier ein Berufsverkehrsverstärker von Winsen nach Hamburg und dort ein sonntagabendlicher Pendel nach Toaststedt. Explizit zu erwähnen wäre das sonn- und feiertägliche Verkehrskonzept auf der Rollbahn. Hier machten sich Dieseltriebzüge der Baureihe 628 nützlich. Zwischen Harburg und Buchholz fuhren sie stündlich, um dann alternierend nach Töst oder über die Heidebahn nach Soltau zu klötern. In einigen Fahrplanperioden wickelten sie darüber hinaus den Sonntagsbetrieb zwischen Harburg und Lüneburg ab. 1998 endete ihr Einsatz nach Tostedt.
Als nach der Jahrtausendwende erstmals seit 1989 wieder Durchläufe via Soltau bis Hannover angeboten wurden, tauchten sogar die Baureihen 614 und 634 in diesen Diensten auf. Im Laufe der Jahre variierten die Zuggattungen. 1995 wurde aus dem Nahverkehrszug der kurzlebige Stadtexpress, der 2001 zur Regionalbahn mutierte. Zu für den Zaungast sichtbaren Veränderungen kam es auf beiden Strecken erst, als die Regionalexpresse schon in der Hand des Metros waren. Ende 2004 übernahm für die letzten 3 Jahre die Baureihe 143 und mit ihr Wittenberger Köpfe das Kommando. Deren Zuverlässigkeit ließ zum Schluss stark nach, was häufig in einer Steuerwagenersatzlok erkennbar wurde. Auf diesem Knipsfoto sehen wir 143 345 am Vormittag des 8. Dezember 2007. 14 Stunden später sollte sie an gleicher Stelle den letzten jemals in Klecken haltenden DB-Zug in die Nacht beschleunigen. Stichwort Klecken. Die Fahrzeiten der Stadtexpresse auf der Tostedter Linie schwankten in den ersten Jahren der Vertaktung erheblich. Zwischen 1991 und 1999 verschoben sie sich gleich 5-mal um bis zu 26 Minuten. Erst im Dezember 2002 kam Ruhe rein und so begegnen sich die Nahverkehrszüge oder wie auch immer sie hießen und heißen, immer zur vollen Stunde in der Nähe von Klecken. Auf der Lüneburger Schiene blieben derartige Sprünge aus. Die Zeiten wurden nur einmal, nämlich 1995, um etwa 30 Minuten gedreht und sind nach leichten Anpassungen seit 1998 zementiert, einschließlich der verspätungsfördernden Kurzwende in Lüneburg. Bei aller Fokussierung auf die Tostedter und Lüneburger Züge dürfen wir die Verkehre auf dem Bremer Ende nicht vergessen. Auch hier stand die 141 mit Wendezügen in Lohn und Brot. Allerdings genügten stets 3 bis 4 Wagen. Sie fuhren von Rothenburg über Bremen Hauptbahnhof bis Twistringen stündlich, im Ostteil mit Verdichtern in den Hauptverkehrszeiten. In den letzten Jahren hielt die 143 Einzug, der eine etwas längere Gnadenfrist als ihren Schwestern auf der Hamburger Seite blieb. Erst 2010 fiel der Nahverkehr Rothenburg-Bremen als Teil des Hansenetzes an den Metronom. Der westliche Abschnitt Bremen-Twistringen ging zum selben Zeitpunkt in der von der Nordwestbahn betriebenen Regio-S-Bahn auf. Die interessantesten Entwicklungen wären aus dem Bereich südlich von Uelzen zu dokumentieren. 1991 verkehrten hier im 2-Stunden-Takt Eilzüge bis Osnabrück, Rheine oder Bad Bentheim, ohne mit den legendären Hamburg-Göttinger Zügen auch nur annähernd einen Stundentakt zu bilden. Sie starteten immer so in Uelzen, dass man sie mit den dort endenden Hamburger Zügen nicht erreichte, womit beispielsweise zwischen Wienbüttel und Unterlüß lediglich zweistündliche Reisemöglichkeiten bestanden. Die Göttinger Züge nutzten ab Celle den direkten Weg über die Hasenbahn nach Hannover und hielten nur in Langenhagen, während Großburgwedel und Isernhagen bloß zweistündlich von einem Nahverkehrszug Celle-Eelze bedient wurden. Die Osnabrücker Züge hingegen rauschten von Celle über Burgdorf, Lehrte Kurve und Miesburg sowie die noch vorhandene Spange zwischen der Güterumgehungsbahn und dem jetzigen Bahnhof Karl-Wiechert-Allee. In der jeweils anderen Stunde nahm ein Eilzug von Celle nach Bielefeld denselben Weg. Versetzt dazu fuhr, analog zur heutigen S-Bahn-Linie 7, stündlich ein Nahverkehr von Celle mit Kopfmachern in Lehrte nach Hannover, allerdings durchgebunden bis Nienburg. Dieses Konzept hatte auch nach dem Bruch der Linie Hamburg-Göttingen Bestand. Die über Lehrte Kurve fahrenden Züge liefen im Fahrplan 92-93 bis Bremen, Emden oder gar Norddeich und wurden nach einem Jahr wieder auf Bentheim respektive Bielefeld zurückgeschwenkt. Bis 1997 steuerten diese Kurvenmollis jene fernen Ziele an. Seitdem starten und enden sie entsprechend der S-Bahn-Linie 6 in Hannover Hauptbahnhof. Zum Einsatz gelangten im Wesentlichen die Baureihen 110, 140 und 141 mit einem fröhlich bunten Mix aus originalen und modernisierten Silberlingen sowie Abteilwagen von Bundes- und Reichsbahn. Ab 1994 auch frisch ausgelieferte Doppelstöcker. Zwischen Celle und Nienburg pendelte die 141 mit klassischen Wendezügen. Für die kleinen Stationen zwischen Eels und Kreiensen musste der Hamburg-Göttinger 2-Stunden-Takt genügen.
Südlich von Kreiensen sorgten von Braunschweig kommende Dieseltriebwagen für stündliche Verbindungen nach Göttingen. Wesentliche Änderungen gab es 1998, als sämtliche Uelzner Züge auf die Hasenbahn gelegt wurden, womit Großburg-Wedel und Isernhagen in den Genuss eines Stundentakts kamen. Gleiches galt im südlichen Abschnitt für Banteln, Ahlfeld und Frieden, weil der vormalige Nahverkehrspendel Celle-Eelze durch den Stadtexpress Uelzen-Kreiensen ersetzt wurde. Somit bestanden nun stündliche Regionalzugverbindungen Hannover-Göttingen, wenngleich alle 2 Stunden mit Umstieg in den erwähnten Braunschweiger in Kreiensen. Dabei blieb es bis zur Verkehrsübernahme durch den Metronom im Dezember 2005, der bekanntlich jede Stunde, jede Klasse bis Göttingen durchfährt. Eine Besonderheit stellt die Expo-Zeit von Ende Mai bis Anfang November 2000 dar, die das Eisenbahngeschehen rund um Hannover temporär auf den Kopf drehte. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder, galt auch und erst recht für die Fahrpläne. Von Uelzen ging's mit der brandneuen 145 und 7 Doppelstockwagen über Hannover nach Hildesheim. Den Göttinger Ast bediente ein von Bremen kommender RE mit identischer Zugbildung. Am 5. November war dieser Spuk vorbei. Die Uelzener Züge nahmen den traditionellen Kurs auf Göttingen und die Doppelstockwagen wichen den altbekannten N-Wagen, wobei es in den Tagesrandlagen wieder einzelne Züge über Uelzen hinaus nach Hamburg gab. Die Bremer Regionalexpresse endeten fortan in Hannover. Die vor der Expo praktizierte Durchbindung nach Braunschweig wurde nicht mehr aufgenommen. Um den Film nicht allzu lang werden zu lassen, jedoch auch die restlichen Metronomstrecken zu würdigen, schauen wir noch einmal kurz ins heutige Enno-Netz. Zwischen Hannover und Wolfsburg war auf der im Ausbau befindlichen Lehrter Bahn Mitte der 90er Jahre die 218 mit N-Wagen heimisch. Die wenigen nach Stendal oder gar Berlin durchgebundenen Eilzüge waren aus Reichsbahnmaterial zusammengewürfelt. Nach der Elektrifizierung 1997 fuhren 110, 140 und 141 mit bunten Garnituren für ein Jahr lang nach Bielefeld und Bentheim. Danach wurde wieder ein Inselbetrieb zwischen Hannover und Wolfsburg angeboten. Während der Expo mit 145 und Doppelstockwagen, später bis zur Übernahme durch Enno, mit 110 oder 112 und N-Wagen sowie Elektrotriebzügen der Baureihe 425. Die Verbindung Braunschweig-Wolfsburg führte bis zur Eröffnung der Weddeler Schleife 1998 über die eingleisige Schuntertalbahn. Meine Erstbereisung im März 96 erfolgte mit Y-Wagen, sozusagen der Ostversion des Silberlings, im 202-Sandwich. Kurz vor Inbetriebnahme der Schleife waren Bundesbahn-Großdiesel mit Uraltwagen unterwegs. Später kamen, trotz Oberleitung, die 218 mit Wendezügen und schließlich die Baureihe 642 zum Einsatz, weil die Züge ab Wolfsburg über die nicht elektrifizierte Stammstrecke nach Stendal weiterfuhren. Zwischen Braunschweig und Hildesheim habe ich überhaupt niemals einen Zug verlassen. Hier verdingten sich die 141 mit Bundesbahn-Wendezügen nach Helmstedt oder die 143 mit Reichsbahn-Durchstoß nach Magdeburg. Später pendelten 141er zwischen Hannover und Braunschweig über Hildesheim. Bereits vor deren viel beachtete Abschiedsfahrt im Februar 2006 übernahm die 143. Auch die inzwischen wieder in DB-Hand zurückgefallene Unterelbebahn nach Cuxhaven sei erwähnt. Jene Strecke, die bis zur Übernahme durch den Metronom Ende 2007 und die gleichzeitig erfolgte S-Bahn-Verlängerung nach Stade wohl die wenigsten Veränderungen über sich ergehen lassen musste. Seit 1992 schimpften sich die Eilzüge hier Regional-Schnellbahn und bestanden aus der Baureihe 218 mit möglichst modernisierten Silberlingen. Derartige Garnituren mit einem eingereihten Halbgepäckwagen waren seltenst. Die zwischen Neugraben und Stade pendelnden Nahverkehrszüge wurden ab 1987 als Citybahn bezeichnet und aus einer bevorzugt rot lackierten 141 sowie aufgepeppten N-Wagen gebildet. Das klappte nicht immer, wie dieses Foto beweist. Die an den Falltüren des Gepäckabteils am Steuerwagen und der am Wagenende statt in der Mitte angeordneten ersten Klasse erkennbaren Parks kamen teilweise auch nach Tostedt und Lüneburg. Ab Dezember 2004 hielt für kurze Zeit die 143 Einzug,
bevor die S-Bahn Hamburg mit zwei Systemzügen das Regiment übernahm. In diesem Zusammenhang entfielen die 1993 mit Wiedereröffnung der Strecke Buxtehude-Bremervörde eingeführten Durchläufe der EVB-Züge nach Neugraben. So, Leute, das muss genügen. Wenn ihr bislang keinen Schimmer hattet, wie man in der Prämetronom-Ära zu reisen pflegte, habt ihr nun einen Eindruck gewonnen. Wer seinerzeit schon bisweilen irgendwo zwischen Hamburg und Bremen oder Göttingen unterwegs war, hat bei der Auffrischung seiner Erinnerungen möglicherweise ein Aha-Erlebnis genossen. Selbst mir, der ja all diese Verbindungen in grauer Vorzeit mehr oder weniger oft genutzt hat, erging es so beim Wälzen alter Kursbücher und beim Heraussuchen von Fotos für diese Dokumentation. Bezüglich der Verlässlichkeit des damaligen Angebots kann ich nur wiederholen, was ich bereits in anderen Filmen gesagt habe. Ich musste mir in jenen fernen Tagen keine Sorgen über nennenswerte Verspätungen oder Zugausfälle machen. Dass ich solch unschöne Vorkommnisse nicht einfach ausgeblendet oder vergessen habe, bestätigen Unterlagen vom Bahnhof Hittfeld aus dem Frühjahr 96. In den rund drei betrachteten Monaten, März bis Mai, ist für die sechs zwischen 5 und 7.32 Uhr von Hittfeld Richtung Hamburg abfahrenden Züge für jeweils 46 ausgewertete Verkehrstage keine einzige Verspätung von über 5 Minuten und somit eine Pünktlichkeit von 100% dokumentiert. Das glaubt einem keiner, der es nicht selbst erlebt hat. Ja, hin und wieder war tatsächlich mal ein Zug mehr als plus 45 oder fiel sogar aus. Aber man konnte sicher sein, dass die Verantwortlichen alle Register gezogen hatten, um das zu verhindern, wenn hinter der Lok des Regionalexpress eine Schlange IC-Wagen hing. Aber ich höre an dieser Stelle mit den alten Geschichten auf, bevor mir die Tränen kommen. Wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.